Heute sprechen wir mal nicht über das Producing, sondern über die Rhythmik. Weshalb ist es so wichtig, die 3 gegen 2 und die 4 gegen 3 Polyrhythmik zu beherrschen? Die 3 gegen 2 Polyrhythmik brauchst du, wenn du Triolen über einen binären Groove spielen möchtest. Und die 4 gegen 3 Polyrhythmik, wenn du Sechzehntel über einen Shuffle Swing oder 12/8 Groove spielen willst. Diese beiden Polyrhythmen sind das A und O der Rhythmik. Übe sie bis zum Umfallen, denn so wirst du in deinem Spiel tighter und es groovt automatisch mehr. Die Rhythmik ist die Basis der Musik. Du kannst noch so coole und fancy Sounds und Klänge produzieren. Wenn der Groove nicht stimmt, dann ist alles für die Katz. Und falls du die Rhythmik meisterhaft beherrschen willst, dann sichere dir meinen Rhythmik-Intensivkurs. Besuche einfach meine Seite www.tomwettstein.com und klicke auf den Reiter Shop. Als erstes findest du gleich den Rhythmik-Intensivkurs. Viel Spaß dabei und lass es grooven!